Hier ist eine rosa Rose. Eine rosa Rose. Rosa Rose. Die schenke ich dir, Jana. Rosa. Oh. Dann pflück ich sie. Nein, die meine Quest. Wow. Wow. Nee, okay, ich lass mich stehen. Nicht pflücken. Jana, da ja, ich habe sie gepflückt. Ja, die schenke ich dir dann. Ja, danke. Ich habe sie gepflückt. Gepflügt habe ich sie. Guck mal, mein Gesicht sagt alles, weil du sie gepflückt hast. Oh. Warte mal, wie ging das nochmal mit den. Mit den. Warte. Hier so. Ja, wie, warte, wie macht das? Hier. Oh. Mann, ich drücke immer den falschen Knopf. Schön wie alle. Mein cooler Tanz. Der Tanz immer, ey. Ist der Beste. Oh, wie leggy der bei dir ist, oh Gott, ne? Ey. So, wir müssen es auf jeden Fall zum Merit, sonst verpassen wir das Blütenfest. Wir müssen auf jeden Fall noch was fürs Blütenfest vorbereiten, nämlich. Fürs Blütenfest? Fürs Blütenfest. Da wird alles geblutet. Nee, aber nicht Rosalind, wir müssen zum Merit. Wo ist denn die? Da ist sie. Rosalind, das klingt irgendwie so ein bisschen, als wäre es. Das, ja, so eine. Ältere Dame, die aber noch bei den Herren echt gut ankommt. So klingt sie für mich. Rosalind. Die damals die Miss Seniorenwahl gewonnen hat oder so. Oh, ich habe übrigens auch was richtig eklig Aussehendes gekauft wieder. Da müssen wir, muss ich nachher euch noch zeigen. Das müssen wir testen heute im Stream. Das sieht so richtig schön eklig aus. Das muss ich testen. Und es war auch noch warm im Auto. Und das heißt, es ist bestimmt schon richtig schön angeschmolzen. Dann sitzt es noch ekliger. Naja, wenn du das magst. Ich möchte dich ja nicht verurteilen. Hey, schön dich zu sehen. Oh, ich mag so ziemlich jedes Gemüse. Für einen Eintopf braucht man eine bunte Mischung. Wieso, ist doch ein Eintopf, da kommt doch nur eine Sache rein. Ich klebe mit meinem Oberschenkel am Stuhl fest übrigens, Leute. Weil ich keine Unterhose trage. So, jetzt. Warte, was? Weil ich keine Hose trage, Mann. Nicht, nein, weil ich keine Hose trage, weil ich nur eine Unterhose trage. So ist richtig. Scheiße. Oh Mann. Ach Gott. Tomri, willkommen zum Blütenfest, zur buntesten Zeit des Jahres in Azoria. Dieses Fest zeigt unserer Insel von ihrer schönsten Seite. Findest du nicht auch? Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Vielen Dank, aber etwas fehlt noch. Wir haben einfach nicht genug Blumen. Wir können doch kein Fest veranstalten, das nicht voll erblüht ist. Würdest du mir helfen, ein paar Samen zu pflanzen? Ich wäre dir sehr dankbar. Außerdem liegt dir ein toller Preis für deine Hilfe. Okay, wir brauchen 15 Blumensamen. Du bist ein Schatz, mal sehen. Genau das hier brauchen wir. Genau, also 15 mal Blumensamen. Blumensamen. Kennt ihr die Blumentopferde? Nein. Was? Kennt ihr die nicht? Nein. Die Blumentopferde? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, weil mein Witz zu schlecht war. So, jetzt sind wir hier. Gut, ich kann gleich die Felder mal vorbereiten. Wir müssen ja noch ein bisschen hier pflanzen. Oh, beziehungsweise ich muss auch mein Lager leeren. Was war der schlechteste Witz, den ihr jemals gehört habt? Von Toffi oder von jemand anderem? Boah, ich erinnere mich nicht mehr an alles. Das ist verdrängt. Ein guter Witz von dir ein. Der beste Witz von dir ist, ich mach mein Inventar leer. Ich hab das gerade leer gemacht. Das war doch richtig. Meinst du, oh nein, mein Rucksack ist voll. In jedem Spiel. Nee, der beste Witz von Toffi ist immer noch, ich bin intelligent. Das hast du jetzt gesagt. Das würdet ihr nicht, unterschreiben. Nee. Nein. Nee. So, warte mal, Blumen. Wo krieg ich einen Blumensamen her? Bei der Blumentante im Dorf. Ja, das ist die. Ist das nicht die Blumentante, die ich gerade angequatscht habe? Hat er ja gar keine Blumen. Nee, die ist weiter rechts. Ich glaube, ich habe eine Sardine gefunden. Okay. Die Blumentante. Du hast eine Sardine gefunden, oh mein Gott, ja. Ah, hier ist die Blumentante.
Rosalind, ah, da ist sie ja noch. Da bist du ja. Danke, ich bin froh, dass du die Dornen beseitigen konntest. Wie läuft das Experiment, Toffi? Faszinierend, deine Anordnung des Elternpaares war perfekt. Das gewährt in der Tat einen großartigen Einblick. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, dass du mit deinem Garten weiterhin experimentierst. Ja, vor allen Dingen... Achso, sie hat mir jetzt gerade... Nee, Quatsch, gegeben hat sie mir jetzt nichts, oder? Neue Blumensamen. Doch, ein bisschen was. 1, 2, aber ich brauche immer noch 13 weitere. Da muss ich doch nochmal was ihr bei kaufen hier. Lade öffnen. Es ist wichtig, welche? Nee, also habt ihr irgendwelche Vorlieben? Ich könnte rote Rosen nehmen, ich könnte weiße Lilien oder gelbe Tulpen. Was möchtet ihr? Die Lilie. Die Lilie. Was? Rosen, immer gut. Schwarze Rose, dankeschön. Ja, siehst du? Sag ich ja. Rosen immer gut. Dann nehme ich auch ein bisschen Rosen. Für Ryan und schwarze Rose. Aber für Jana nehme ich natürlich auch Lilie. Ja. So, also wir nehmen Sex. Ihr dürft mich jetzt Sardinengirl nennen. Sexlilien? Sardinchen. Sardinchen, ja. Ich habe ein Sardinchen gefangen. Ein Sardinchen? Name für dich. Sardinchenbienchen. Für die Steini ist jetzt out, jetzt heißt du Sardinchen. Sardinchen. Nachher erstmal auf Discord ändern. Ich müsste mich eigentlich auch mal umnennen. Also so schnell habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr zu sein. Wir so unseren schnell. Herz schon auf. Perfekt. So schnell. So, dann machen wir hier noch die Rose weiter. So. Hier auch nochmal Rose. So. Flup, flup und flup. Hier machen wir noch die weiße Lilie. Flup, flup, flup. Und dann muss ich die Felder tatsächlich nochmal mehr machen. Wir brauchen echt viele Felder, ne? Ich brauche Fischfilet für gedünsteter Fisch. Ich mach schon 5. Fischfilet? Mach schon genug. Okay. Ja. Oh Gott, hab ich doppelt gehört. Was für ein Ding? Unangenehm. Sich selber hören ist immer schön, oder? So, 2 habe ich noch. Und noch mehr. Wie Ryan da steht. Hä? Was macht Toffi da? Und so. Supi! Habe ich jetzt mein Ziel erreicht? Ich höre Toffi doppelt. Hä? Wieso? Weiß ich nicht. Ist es in meinem Stream doppelt? Tatsächlich. Ich höre dich bei Jana. Nee, Quatsch. Nee, ist nicht. Nee, bei mir ist Ton aus. Ich hab ihn trotzdem gerade bei dir gehört. Ich habe mal nachgeguckt. Hä? Ich wollte nur sicher gehen, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Also bei mir ist jetzt alles in Ordnung. Weg? Vom Ding. Der Chat meldet sich auch, wenn da irgendwas komisch sein sollte, bitte, ne? So wie das letzte Mal. Nein, ich sag ihr jetzt gerade, bitte. Falls euch was auffällt, wäre es wahnsinnig lieb von euch, wenn ihr schreien würdet. Hey! Toffi! What's up to you? So, den Lachs lasse ich jetzt mal unberührt, ne? Weil den brauchen wir ja vielleicht noch. Oder? Für gedünsteten Fisch. Nee, der ist fertig. Ach, der ist schon fertig. Okay, dann kann ich ihn jetzt schon zubereiten. Oder sollen wir nochmal hier welchen machen? Ryan-Echse funktioniert nicht mehr? Ja, Ryanair? Genau, die auch nicht. Die funktionieren auch nicht. Die fliegen schon lange nicht mehr. Ich gehe zu Merit und hol mir meine Belohnung ab. Mach das. Unsere. Ja, wir kriegen davon nix. Ja, wir kriegen davon nix jetzt aber, gell? Mein Nasio. Soll ich draufhauen? Einen drauf. Batsch! Oh, jetzt kitzelt sie, ey. Mann, weil ihr es gesagt habt. Ja, da will's jemand wissen. Willi vielleicht? Willi will's wissen. Es wird dort nur noch schlimmer, kann das sein? Ist es zu warm, Leute? Ist bei euch eigentlich auch so warm? Ja. 26 Grad, ja. Ja, bei mir hier drinnen sind es gerade 28,9. Oha. Da, wo ich gerade stream, deswegen.
Ich dachte draußen. Nee, draußen sind. Du hast meinen Tisch belegt. Draußen sind. Warte mal, was sind. Da hat gar nicht mal so viel, glaube ich. Ich guck mal, Moment. Ist aktualisiert, bitte warten Sie. Zockerin sagt 30,5, Alter. Hier oben sind nur 24, aber hier drinnen habe ich 28,8. Hallo Torfury. Schön, dass du da bist. Ich habe meine Aufgabe gelöst. Gut gemacht, Toffi. Das ist alles? Mehr sagst du nicht zu mir? Aha. Die hört sich ein bisschen an wie die Fee aus Zelda. Schmücke Azoria mit Blumen. Baue und platziere 3 Dekoartikel aus Blumen. Oh Gott. Haben wir dafür schon genügend Rezepte für? Ich mache die noch eine Quest. Nee, okay. Niki, Niki, hallo! Wie weit bist du denn schon im Spiel? Ich habe gesehen, dass du dieses Spiel auch spielst. Geht sich auch komplett durch, oder? Das sind mit dem Klapphändchen. Klapphändchen? Ja, ja, sie gehört halt zu den Alteingesessenen, die schon von seit 2017 dabei sind. Ich finde das sehr süß, tatsächlich. Ja, deswegen kann ich das halt immer noch so im Kopf halten. Die Zelda-Feen. Genau, eben, die sagen auch... Oder irgendwie so, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir was herstellen können. An Blumengefäßen, Gedönsen, Gedingsen, irgendwas. Guck mal, hier ist eine lustige Fischvase. Zählt die? Ich stelle sie einfach mal her. Soll ich sie, guck mal, soll ich sie einfach hier neben dran stellen? Damit wir es ein bisschen hübscher machen. Damit es lustig aussieht? Guck mal hier, ich mach... Nee, damit es schön aussieht. Das hast du verwechselt. Achso. Sieht das hübsch aus? Ich weiß nicht. Oh, findest du das etwa nicht hübsch? Ich habe mir voll Mühe gegeben. Sieht ein bisschen vollgestellt aus, aber okay. Hä, wieso habe ich jetzt die Quest nicht gekriegt? Ich habe sie doch gerade angenommen. Ich kann die Quest nicht annehmen. Das Spiel ist verbuggt. Wir können aufhören. Hä, kannst du es mir nicht auswählen? Ich mach das jetzt gleich nochmal. Ich gehe nochmal hin und versuche. Aber ich habe gerade eben zweimal versucht, weil es eben beim ersten Mal sah es ein bisschen komisch aus. Das hat es irgendwie nicht richtig angenommen. Jetzt versuche ich es nochmal. Mal gucken. Ja, aber du hast doch ein Aufgabendings. Ja, eben, aber da ist sie nicht drin, die Quest. Und hier ist immer noch das Ausrufezeichen. Deswegen. Aufgabe und jetzt ja, annehmen für halten, annehmen. Sie hat es immer noch. Ich kann die nicht annehmen, die Quest. Soll ich mal versuchen? Ob das geht? Kannst du gerne machen, ne? Ja, die Quest wird bei mir nicht angenommen. Hm, komisch. Irgendwie schwer zu sagen. Von den Pflanzen habe ich auf jeden Fall weniger, aber die Sandmine habe ich schon durch. Echt? Oh, okay. Ja, wir sind jetzt auch gerade eben, wir stehen ja kurz vorm Blütenfest. Dauert nicht mehr lange, dann blüht hier alles. Wobei wir vielleicht die Quest gar nicht machen können, ne? Wenn die Merit mir das nicht zumuten möchte. Du bist okay. Du bist halt auch einfach alt. Sie hat Angst, dass du zusammenbrichst. Mal sehen, genau das hier brauchen wir, sagt sie und dann hört sie auf. Ah, jetzt geht's! Jetzt ist ein Fragezeichen da. Na super. Gerade wo du gekommen bist, Ryan. Ich bin halt eine Fee. Und ich hab doch jetzt gerade schon 3 Dekoartikel platziert, Mann! Oh. Verkackt, kack. So geht das nicht. Aber wenigstens wird es jetzt kühler hier bei mir. Jetzt haben wir schon 28,7 Grad. Irgendwann habe ich hier nur noch 0. Ich probiere es jetzt. Sie wollte wissen, wie ernst ich das nehme. Deswegen wollte sie mich die gleiche Sache mehrere Male machen lassen. So, was haben wir denn sonst noch für Gegenstände hier? Ich kann auch den... Ich kann den einfach nochmal machen. Oh Gott. Warum hasst ihr mich eigentlich? Nö. Ja, da guckt's schon. Findest du das nicht auch? Guck dir mein Gesicht an. Was, Niki, das Blütenfest habe ich irgendwie ignoriert? Nein, das darfst du nicht. Es ist doch das Blütenfest. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist doch das Blütenfest. Wieder heiraten können?
Ob du da heiraten kannst, weiß ich nicht. Also ich werde es nicht. Ja, dich. Du hast da kein Mitspracherecht. Ich habe eine Seezunge geangelt, by the way. Du ziehst das echt eisern hart durch, ne? Ja, natürlich, hä? Das ist unglaublich. So wie das sein muss. Der Chat möchte das auch. Hervorragende Arbeit, Toffi. Hier ist eine Kleinigkeit, die ich für dich bestellt habe. Ich hoffe, es gefällt dir. Das Blütenfest wird farbenfroher als je zuvor sein. Und das verdanken wir dir. Ja, ich habe das jetzt höflichst ignoriert. Hast gar nicht gemerkt, ne? Mustang schrieb, möchte Trauzeuge sein. Ja, siehst du, nee, aber bei uns möchte das auch. Ich schon. Nee, bei uns wird es keine Trauzeugen geben. Bei uns gibt es nur Trauerzeugen, weil der Bräutigam nämlich keinen Bock hat. Das ist okay. Das ist okay, wenn er keinen Bock hat. Ist okay, kann man lassen, kann man mit leben. Okay, Hauptsache ich bin verheiratet. Ist okay. Ja, eben. Hat da jemand Hummeln im Hintern oder was? Schnell verheiraten? Naja, klar, weil sonst. Bevor sie 30 noch weg wird, ne? Oha, hallo? Nein, sonst musst du ja Klinken putzen. Bitte, Klinken putzen? Kennst du das nicht? Nein. Macht das nicht normalerweise beim Arbeitsleben? Wenn du halt eben einen Job suchst, dann gehst du Klinken putzen. Aber wenn du einen Mann suchst, gehst du doch nicht Klinken putzen, oder? Nein, bei uns ist es so, wenn man 30 ist und nicht verheiratet ist, dann müssen Frauen Klinken putzen und Männer müssen fegen. Du hast das falsch verstanden, nicht fegen. Das wird anders ausgesprochen. Nein. In der Öffentlichkeit, alles klar. In der Öffentlichkeit. Klinken putzen und dann fegen. Natürlich. Klingt oder was? Ach Gott. Mit wie vielen Leuten kann man eigentlich gemeinsam spielen? Mit bis zu 3 weiteren. Also ihr könnt zu 4 sein auf einem in einer Welt. Gut, damit du ablenkst. Ich wollte mir gerade eine Angel kaufen, du Arsch. Verstehe mich schon wieder doppelt. Aber ich habe schon wieder ganz schön viele Blumentöpfe gemacht. Ich liebe meine Blumentöpfe. Wir kippen gleich übrigens um. Und tschüss. Perfekter Zeitpunkt. Ich hole euch jetzt mal ganz kurz das Ding. Das Ding? Ich darf aber nicht aufstehen, weil sonst sieht man meine Unterhose. Ja, bitte steh auf, komm. Ich hole den Content. Guck dir das an. Das ist japanischer Crisp-Schokokuchen. Das sieht aus wie Dünnschiss. Ich finde, es sieht so eklig aus, dass ich es ausprobieren muss. Das ist immer so. Ich wollte gerade sagen, das hatte ich erst recht angesprochen, ne? Ja, natürlich, das ist ja immer so. Die außergewöhnlichsten Sachen, die ziehen mich an. Wo ist Jana eigentlich? Ich ernte Blumenkohl. Oh Gott, wie sieht denn das aus? Warte mal. Ach du Kacke. Oh Gott. Das sieht sehr interessant aus. Guck mal hier. Es sieht aus wie so ein. Wie so Schoko. Crossis irgendwie so. So ein großer Schoko-Crossi-Teller. Es riecht auf jeden Fall sehr schokoladig. Oh, das haut richtig rein. Schokoladig. Oh, das krümelt voll. Das muss ich mit Besteck essen. Ja, na, komm mit. Aber schmeckt sehr schokoladig. Was hackt ihr da wieder ohne mich aus? Jana, möchtest du mit mir kommen? Ja, wo bist du hin? Warum regnet es eigentlich die ganze Zeit im Spiel? Bringe dich an einen geheimen Ort. Da komm ich doch wieder weg. Ja. Komm ich dann wieder weg? Also an den Geheimort, wo du nicht mehr wegkommst, bringe ich eine Toffi hin. Das okay, gut. Super. Aha. Die schmecken wie Schoko-Crispies. Kellogg's. Du bist weg. Wo bist du? Warte. Ich stehe hier. Habt ihr jetzt eigentlich alles schon für. Habt ihr jetzt alles schon für den Drachen bereit gemacht? Weiß ich nicht. Darfst du?
Jana, was hast du im Inventar? Ich habe gar nichts. Also ich habe jetzt die... Ich habe die Fisch. Ah, die habe ich mir da reingemacht. Diese. Ich kann jetzt noch die Korallen und die Sanddollars holen und dann passt es, oder? Nee, das Gehackte brauchen wir doch noch. Dafür brauchen wir Rüben. Ach ja, so, stimmt. Da war noch was. Die habe ich schon wieder weggepackt. Ich drücke. Und Sardine, da brauchen wir... Aber wir brauchen 3 Sardinen. Haben wir die? Leute. Liefern Sardinen. Nee, eine. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir brauchen 3 Sardinen. Das ist der geheime Ort. Ah, hat sich jemand um die Tiere gekümmert? Das macht ja sonst keiner. Ich kann mir das nicht kaufen. Warum nicht? Es fehlt ein bisschen. Flusemaus, hallo. Was braucht 5000? Zählt das für alle zusammen, der Fortschritt? Nein, warte, das ist was? Nur für den Host. Ich bin der Host hier in diesem Spiel. Hast du schon gekauft? Nein. Ich bin der Host in diesem Spiel. Das heißt, alles, was jetzt hier an Fortschritt ist, ist auf meinem Speicherstand. Und die anderen beiden könnten sich jetzt ihren eigenen Speicherstand machen, wenn sie wollten. Aber die können nur bei mir mitspielen, wenn ich gerade da bin und hoste. Und mit dem Schlafen ist es so, wenn einer schlafen geht, gehen alle automatisch schlafen. Es hat sich übrigens wirklich keiner um die Tiere gekümmert, ne? Ich bin wirklich wieder nur ich gewesen. Wir wollen dir auch mal ein bisschen was lassen. Mhm. Sonst beschwerst du dich immer. Über deine Tiere, hast du gesagt. Ja, es ist dein Bruder. Du musst dich schon mal um deinen Bruder kümmern. Aus Frust. Du hast eine Sardine. Hast du eine? Mhm. Toffi ist der Horst in diesem Spiel. Ich bin der Horst immer. Egal wo. Ich bin voll der Horst. Am allerliebsten esse ich Schokochipskuchen. Da ist ein glänzender Fisch. Ich habe einen gefunden. Warte. Ich fange ihn jetzt. Hoffentlich. Ey, der ist in den Stein gepackt. Komm wieder. Wo ist er? Da ist er. Ein Steinfisch. Das ist bestimmt der Sardini. Komm her, Sardini. Sardini heißt das. Sardini. Die will das nicht. Ist aber keine Sardine, das kann ich dir sagen. Wieso? Weil die Sardinen schmaler sind. Ach so, ja, dann finden wir einen anderen seltenen Fisch. Ja, guck mal, der will gar nicht. Der hat gar keinen Bock. Nee, komm, wir brauchen Sardine, dann gehe ich jetzt andere Sardinen suchen. Aber die sehen doch alle gleich aus, oder nicht? Alle gleich dick. Nein. Laurita, gut moin. Also als grobe Überlegung, du gehst in die Mine und die anderen kümmern sich nebenbei um die Tiere und die Felder. Naja, könnte man rein theoretisch so machen, aber wir wollen ja zusammen auch ein bisschen spielen, ne? Wäre rein theoretisch auch möglich. Wir machen das alles zusammen. Auch aus der Mine müssen wir sowieso gerade erstmal nicht, weil wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wie wir an dieses Zeug kommen, damit wir den Drachen in der Mine glücklich stimmen können. Sissi, hallo. Wie bekommt man denn meine Freunde einen Zauberstab, wenn sie auf meiner Farm sind? Die kriegen sie, glaube ich, automatisch, oder? Ihr beide habt den auch automatisch gekriegt, ne? Wir mussten halt die Quest machen, ne? Genau, also du machst die Quest wie üblich. Also wenn ihr Singleplayer spielt, macht ihr diese Quest ja auch, um den Zauberstab zu bekommen. Und die anderen beiden kriegen den dann automatisch. Die müssen ja nicht extra nochmal, also zumindest war das bei uns so. Die mussten die Quest sich nochmal separat machen. Wir haben aber auch gleich von Anfang an zusammen gespielt. Ich denke, also was mich vorstellen könnte, ist, dass die anderen die Quest auch nochmal machen müssen. Das kann natürlich sein, wenn sie später dazu joinen, dass es vielleicht eine andere Situation gibt. Wir haben halt von vornherein zusammen gespielt, ja. Von vornherein. Ich hab einen glänzenden Fisch gefunden. Das ist bestimmt eine Sardine. Guck mal, der sieht echt so aus. Das könnte einer sein, ja. Warte, ich muss mich richtig drehen. Dreh dich richtig, Tobi. Nein, wieso dreht er sich immer so komisch? Und lass ihn nicht los. Ich lass los. Lass jetzt los. Lass nicht los. Sardine ist grenzenlos. Ich lass los. Was jetzt los? Sardine, komm jetzt her. Übrigens, es gab ein Elsa-Kostüm bei der Comic-Con. Das hätte ich mir holen können. Ach so, du kannst es kaufen. Ja, hätte ich es mir... Ich würde jetzt hier sitzen im Elsa-Kostüm. Ich habe eine Sardine! Wäre besser. Ich wollte gerade sagen, wie wär's mit einer Uschi? Oh, mir ist kalt. Die gab's nicht. Ein Uschi-Kostüm. Die gab's nicht. Es gab keine Uschi. Aber das hättest du direkt gekauft, oder? Ja, natürlich. Jasmin, hallo. Warum glaube ich dir das nicht?
Doch, also Uschi hätte ich sofort gekauft. Und dann angezogen. Richtig schön künstlichen Busen noch gekauft. Richtig schön Oberweite und dann. Arme Seele in Not. Ja, natürlich.